Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Guten Abend, meine Damen und Herren. Die neuen Sparpläne von Finanzminister Weigel haben heute in der abschließenden Bundestagsdebatte zum Solidarpakt eine heftige Kontroverse entfacht. Weigel bezeichnete die Wirtschaftslage in der Bundesrepublik als die bisher schwerste Konjunkturkrise. Sie zwinge zu weiteren Kürzungen, auch in Tabubereichen. Sozialleistungen müssten an Einkommensgrenzen gebunden werden. Neue Leistungen kämen nicht in Betracht. Wörtlich sagte er, es gibt im nächsten Haushaltsjahr nichts zu verteilen. Die SPD warf der Regierung eine Zerrüttung der Staatsfinanzen vor. Eine Kahlschlagorgie werde es mit den Sozialdemokraten nicht geben. Ob der Kanzler ein Anekdötchen in der Herrenrunde zum Besten gegeben hat, konnten wir nicht hören. Das, was er aber offensichtlich als Leitlinie der künftigen Finanzpolitik ausgegeben hat, hörte sich so an. Wir werden unseren Preis für die Einheit zahlen müssen und ohne Schweiß wird es nicht abgeben. Aufgabe des Staates ist es in dieser Situation, die der Wirtschaft auferlegten Kosten zu reduzieren. Und das heißt im Klartext, sparen, sparen, nochmal sparen, aber im konsumtiven Bereich und nicht im investiven Bereich. Innerhalb eines Jahres haben sich die Wirtschaftsdaten entscheidend verändert. Vor einem Jahr rechnete man noch mit Wachstumsraten bis zu 3%. Jetzt reichen die Prognosen in den Minusbereich bis zu 2%. Das reißt in den Bundeshaushalt ein zusätzliches Loch von 25 Milliarden. Und 94 werde es nicht besser, wenn jetzt nicht gehandelt werde. Darum gelte für 94... Neue Leistungstatbestände kommen grundsätzlich überhaupt nicht mehr in Betracht. Wo unabdingbarer Handlungsbedarf besteht, muss ein Ausgleich durch die gleich hohe Ausgabenkürzungen erfolgen. Und diese Moratoriumsregelung gilt unbefristet. Grundsätzliches Ziel für den Personalhaushalt ist Nullwachstum. Und vor dem Hintergrund der Sparzwänge sind darüber hinaus zu diskutieren, auch zeitlicher Ablauf des Berlin-Umzugs und, ich sage das nur für mich, unabgestimmt mit dem Kabinett, auch Ministergehälter dürfen kein Tabu sein. Auch die Opposition betont die Notwendigkeit von Einsparungen und verweist auf ihr 10 Milliarden Kürzungsprogramm, das sie in die Solidarpaktverhandlungen eingebracht habe und das nicht berücksichtigt wurde. Die Sozialdemokraten bestehen auf einer sozial gerechten Lastenverteilung. Wir haben die Kürzung sozialer Regelleistungen nicht aus dem FKP herausoperiert, um noch Schlimmeres in einem Haushaltssicherungsgesetz zu akzeptieren, meine Damen und Herren. Zu den Belastungen, die das föderale Konsolidierungsprogramm bereithält, wie den Solidarzuschlag von 7,5% ab 95, wird es Kürzungen geben, besonders im Sozialbereich, die erforderlichen 20 Milliarden erbringen. Nach einer letzten Spitzenrunde in Bonn steht jetzt offenbar das Finanzierungskonzept für die geplante Pflegeversicherung. Sie soll danach stufenweise vom nächsten Jahr an erst für den häuslichen Bereich und dann für die Heimpflege eingeführt werden. Außerdem schreibt das Konzept fest, dass Arbeitnehmer mehr Kosten für die Wirtschaft ausgleichen müssen, und zwar mit bis zu 6 Karenztagen im Jahr. Das Paket liegt jetzt bei den Bundestagsfraktionen von Union und FDP vor. Die kleine Koalitionsrunde heute Mittag bei Schäuble ging schon nach gut 2 Stunden wieder auseinander. Ergebnis? Heute Abend lassen die Fraktionsführer von Union und FDP in Sondersitzungen über das vereinbarte Konzept zur Pflege abstimmen. Stimmen die Abgeordneten zu, wird die Pflegeversicherung schon im Juni im Bundestag beraten. Geplant ist schon im nächsten Jahr mit der häuslichen Pflege zu beginnen. Zunächst mit einem Beitragssatz von nur 1%. 2 Jahre später soll die stationäre Pflege hinzukommen. Dann kostet der Beitrag 0,7% mehr, also 1,7%. Wichtig, die Zuschüsse und Pflegehilfen für die zu Hause betreuten Alten beträgt höchstens 2.100 D-Mark. Und höher soll auch die stationäre Pflege nicht bezuschusst sein. Damit soll vor allem verhindert werden, dass alte Menschen ins Heim abgeschoben werden. Die FDP hat sich bei der Lohnfortzahlung durchgesetzt. Sie forderte 6 Karenztage. Wer 3-mal erkrankt, verliert den Lohn von 6 Tagen, wenn er nicht diese Zeit vom Urlaub abziehen lässt. Ausnahmen für berufsbedingte Krankheiten und Schwangerschaften sind vorgesehen. Sollten die Koalitionsfraktionen, vor allem die FDP, heute Abend zustimmen, dann hat Blüm eine wichtige Hürde genommen für sein Modell einer gesetzlichen Pflegerisikoabsicherung.
Ob die Karenztage kommen, ist sehr fraglich. Die Gewerkschaften und die Opposition machen schon mobil. Das weiß Norbert Blüm, das weiß auch Hermann Otto Solms. Und deshalb überrascht es auch nicht, dass in der Koalitionsvereinbarung von einer anderweitigen Finanzierungsmöglichkeit die Rede ist. Und das könnte heißen, dass die Feiertagslösung noch nicht vom Tisch ist. Der Wahlfälschungsprozess gegen den früheren SED-Bezirkschef von Dresden, Modrow, ist heute mit einem milden Urteil zu Ende gegangen. Das Landgericht Dresden sprach gegen ihn und drei Mitangeklagte lediglich eine Verwarnung aus. Seine Schuld, so die Begründung, sei an der untersten Grenze. Modrow habe sich noch am Wahltag bei der SED-Führung in Berlin für ein reales Ergebnis eingesetzt. Sein Spielraum sei jedoch gering gewesen. Der PDS-Bundestagsabgeordnete muss allerdings eine Geldbuße zahlen. Vorbestraft ist er mit diesem Urteil aber nicht. Mit einem Nelkenstrauß von seinen Anhängern überreicht kam Hans Modrow zur Urteilsverkündung. Wegen Anstiftung zur Fälschung der DDR-Kommunalwahlen im Mai 89 hatte Modrow sich vor Gericht zu verantworten. Die Staatsanwaltschaft forderte 15 Monate Freiheitsstrafe auf Bewährung, doch damit kam sie nicht durch. Das Gericht sprach Modrow zwar der Wahlfälschung schuldig, dies nach DDR-Recht. Die Strafe aber wurde nach dem jetzt geltenden bundesdeutschen Recht bemessen. Die Richter blieben an der untersten Grenze, 20.000 Mark Verwarnungsgeld. Die Begründung, Modrow hätte unter erheblichem politischen Druck gestanden und sei damit Täter und Opfer zugleich gewesen. Erleichterung. Man hat, glaube ich, gerade jetzt erleben können, dass man sich diesen Prozess von der Kammer her nicht einfach gemacht hat. Und das beeindruckt. Die Staatsanwaltschaft ist unzufrieden und geht in Revision. Für die Staatsanwaltschaft ist entscheidend, dass das gefundene Strafmaß nach unserer Überzeugung in einem unvertretbaren Missverhältnis zum Unrechtsgehalt und zum Schuldgewicht steht. Es ist nach unserer Ansicht rechtlich nicht begründbar und wird einer Überprüfung durch den Bundesgerichtshof meiner Überzeugung nach sicherlich nicht standhalten. Bei einem Bombenanschlag im historischen Zentrum von Florenz sind in der vergangenen Nacht 6 Menschen getötet und 29 verletzt worden. Der Sprengsatz war in einem Auto versteckt, das vor einem Seitenflügel des weltberühmten Uffizium-Museums geparkt war. Innerhalb von 13 Tagen ging zum zweiten Mal im Zentrum einer italienischen Großstadt eine Autobombe hoch. Nach Rom war es diesmal Florenz. Und seit heute ist klar, dass mit Terror wieder Angst und Schrecken in Italien verbreitet werden soll. Ausgerechnet jetzt, nachdem alle führenden Mafiosi verhaftet sind, Italien sich sicher fühlte, schlug die Bombe zwischen den Uffizien mit der weltberühmten Gemäldesammlung und der Piazza Signoria ein. 6 Tote. Die Hintermänner des neuen Terrors werden von der Regierung bei der Mafia und den Roten Brigaden vermutet. Innenminister Mancino sprach von einer brutalen Strategie, mit der der ohnehin krisengeschüttelte italienische Staat weiter destabilisiert werden soll. Italienische Reformpolitiker befürchten jedoch, dass mit dem Attentat der politische Neuanfang mit einer Wahlreform verzögert werden soll. Das heißt, die alte, bereits am Pranger stehende Politikerklasse wird ebenfalls mit dem Attentat in Verbindung gebracht. Das Hauptgebäude der Uffizien wurde von der nächtlichen Explosion nicht schwer betroffen. Dennoch ist der Schaden beträchtlich. In den unterirdischen Magazinen sind mehrere Meisterwerke völlig zerstört worden. Das Museum, Hauptattraktion von Florenz, wird für Monate geschlossen bleiben. Der Generalbundesanwalt hat Anklage gegen einen Iraner und 2 Libanesen wegen vierfachen Mordes erhoben. Die Männer, die in Haft sind, werden beschuldigt, im September 1992 4 kurdische Politiker in einem Restaurant in Berlin erschossen zu haben. 2 weitere Libanesen sollen wegen Beihilfe angeklagt werden. Hinter dem Attentat steht nach Angaben der Bundesanwaltschaft der iranische Geheimdienst. Er soll den Auftrag gegeben haben, die kurdischen Oppositionellen am Rande einer Tagung der Sozialistischen Internationale zu ermorden. Der zurückhaltende Polizeieinsatz bei den gestrigen Demonstrationen gegen die Asylrechtsänderung hat in Bonn eine Kontroverse ausgelöst. Im Bundeskabinett wurde die Einsatzleitung heute nach Angaben von Regierungssprecher Vogel kritisiert. Ihr wurde vorgeworfen, die Blockade des Regierungsviertels durch die Demonstranten zugelassen und nicht für den freien Zugang der Abgeordneten zum Bundestagsgebäude gesorgt zu haben. Die Fraktionsvorsitzenden von FDP und SPD, Solms und Klose, bezeichneten dagegen den Polizeieinsatz als umsichtig und weitgehend erfolgreich. Der bayerische Ministerpräsident Streibel hat heute im Landtag in München offiziell seinen Rücktritt erklärt.
Der 61-jährige CSU-Politiker zog damit nach 4,5 Jahren Amtszeit die Konsequenz aus der zunehmenden innerparteilichen Kritik nach der sogenannten Amigo-Affäre. Zu seinem Nachfolger hat die CSU-Landtagsfraktion den bisherigen Innenminister Edmund Stoiber nominiert. Er soll morgen gewählt werden. In seiner Rücktrittserklärung sagte Streibel: Ich will verhindern, dass durch die beispiellose Kampagne, der ich schon seit der letzten Landtagswahl ausgesetzt bin, das Amt des bayerischen Ministerpräsidenten Schaden nimmt. Die Landwirtschaftsminister der Europäischen Gemeinschaft haben sich heute Morgen in Brüssel auf die Agrarpreise für 1993-94 geeinigt. Wie sich die Beschlüsse im Einzelnen für die deutschen Bauern auswirken werden, ist noch nicht klar. Unter anderem sollen die Milchquote erhöht und die Ausgleichszahlungen für Flächenstilllegungen aufgestockt werden. Bei den Verhandlungen kamen die Minister Frankreich in einer Reihe von Forderungen entgegen. Die Regierung in Paris erklärte sich im Gegenzug bereit, ihren Widerstand gegen den Ölsaatenkompromiss zwischen der EG und den USA aufzugeben. Damit ist ein wichtiges Hindernis bei den GATT-Verhandlungen zur Liberalisierung des Welthandels aus dem Weg geräumt. Das Bundeskabinett will den Einsatz der Gentechnik erleichtern. Das sieht ein heute verabschiedeter Gesetzentwurf vor. Unter anderem soll das Genehmigungsverfahren für gentechnische Anlagen vereinfacht und verkürzt werden. Das sei erforderlich, um die internationale Konkurrenzfähigkeit der deutschen Forschung und der Wirtschaft zu sichern, sagte Gesundheitsminister Seehofer. Gefahren für Mensch und Umwelt seien damit nicht verbunden. Das bislang geltende Gentechnikgesetz war erst 1990 in Kraft getreten. Bei den Sanierungsarbeiten nach einem Störfall im Chemiewerk Griesheim der Frankfurter Höchst AG sind Ende Februar mindestens 200 Arbeiter mit Gift belastet worden. Das hessische Arbeitsministerium und der Konzern bestätigten heute, die Schutzmaßnahmen seien ungenügend gewesen. So harmlos war das gelbe Gift nun doch nicht, das da im Februar aus der Höchster Chemiefabrik über Frankfurt niederging. 3 Tage lang ließ sich die Werksleitung Zeit, bis scheibchenweise bekannt wurde, wie gefährlich die Substanz wirklich war. 300 Mitarbeiter wurden seither von der werkseigenen Medizinabteilung untersucht. Bei knapp 2/3 wurden erhöhte Werte eines Abbauprodukts des krebserregenden Nitroanisol festgestellt. Das meiste bei den Sanierungsarbeitern, die damals keine Schutzanzüge trugen. Der fahrlässig verharmlosenden Öffentlichkeitsarbeit des Chemiekonzerns ist es zu verdanken, dass Sie und auch die Feuerwehrleute erst nach Tagen ahnen konnten, es wäre lebenswichtig gewesen, sich zu schützen. Im Wissenschaftlerstreit gibt es zahlreiche Stimmen, die das angeblich harmlose Abbauprodukt für genauso krebserregend halten wie Nitroanisol selbst. Nicht so der Werksarzt bei Höchst. Wir gehen davon aus, dass es ungefährlich ist und dass eine Langzeitgefährdung der betroffenen Person nicht besteht. Unklar ist, wie hoch die Belastung direkt nach dem Unglück war. Denn die bekannten Werte maß man bei Höchst erst 14 Tage später. Unklar bleibt auch, wie das gelbe Gift auf den empfindlichen Organismus der Frankfurter Kinder wirkte. Der Friedenspreis des deutschen Buchhandels geht in diesem Jahr an den ostdeutschen Bürgerrechtler Friedrich Schorlemmer. Das Preiskomitee würdigt damit sein Bemühen um die innere Einheit Deutschlands. Schon zu DDR-Zeiten habe der Pfarrer aus Wittenberge seine Mitmenschen in der Hoffnung bestärkt, dass auch weiches Wasser den Stein breche. Schorlemmer war seit Anfang der 70er Jahre in der Friedens- und Umweltbewegung der DDR aktiv. Beim Tennisturnier von Paris schaffte sowohl Bernd Karbacher als auch Marc-Kevin Göllner einen überraschenden Erfolg. Karbacher gewann in 4 Sätzen gegen den Weltranglisten-9. Michael Chang. Göllner schlug in 3 Sätzen den Tschechen Peter Korda. Auch Karl-Uwe Steeb und Patrick Kühnen sowie Barbara Rittner und Silke Frankel zogen heute in die 3. Runde ein. Und nun die Wettervorhersage für morgen, Freitag, den 28. Mai. Der Satellitenfilm zeigt ein breites Wolkenband von den britischen Inseln und Nordirland über Nordfrankreich bis zum Mittelmeer, das sich mit eingelagerten Gewittern rasch in Richtung Russland verlagerte. Es gehört zu der Kaltfront eines mitteleuropäischen Tiefs, die schnell nach Osten abzieht. Ihr folgt in Staffeln labil geschichtete Meeresluft. Die Vorhersage für morgen. Verbreitet stark bewölkt, im Norden zum Teil länger andauernder Regen. Im übrigen Deutschland zum Teil kräftige Gewitter. Tiefsttemperatur um 10 Grad. Tageshöchstwerte zwischen 15 und 22 Grad.
Schwacher, tagsüber auflebender Wind aus wechselnden Richtungen. Die weiteren Aussichten: am Samstag vorübergehend sonnig und Temperaturanstieg.